Was geht ab, Leute? Hunger. Heute gibt es Philly Cheesesteak Sandwiches. Habe ich bei der Yes Sir Frau gesehen. Aha. Wir sind am Viktualienmarkt. Das ist eigentlich gar nicht mein Gebiet hier. Aber ich habe hier in der Nähe Vapes gekauft. Dachte ich mir, checken wir den mal ab. Philly Cheesesteaks gibt es, glaube ich, 4, vielleicht 5. Die werden wir natürlich alle abchecken. Beziehungsweise haben wir schon abgecheckt. Ich weiß nicht, wann wie was hochkommt für euch. So, schauen wir mal. Okay, und Salat, weil es ist heiß, bisschen Erfrischung, ihr wisst. Lasst euch nicht von meiner Frisur stören. Ich komme direkt vom Friseur. Der eine hier meinte, er ist sprachlos. Bei Real Talk, wenn ihr das Street Food Festival Video gesehen habt, mein Gott, das war katastrophal, dieses Philly Cheesesteak. Es filmt in die Richtung, leider. Ja, habe ich nur für dich gemacht. Achso, für mich? Ah, danke. Ihr müsst es mal aufmachen, damit ihr seht, was ich meine. Junge, so muss das aussehen. Ich kann immer noch nicht fassen, was ich da auf dem Street Food Festival gegessen habe. Das ist doch schon im Namen. Philly Cheese Steak. Und ich hatte da... Ich kann nicht mal sagen Philly. Ich hatte da ein Jägersoßen, Rahmensoßen, Pult, Brei, Sandwich. Ist ein anderer Take, weil das ist so German Bread, deutsches Brot, aber kommt mit dem Käse krass, der Käse ist krass. Er hatte jetzt so ein bisschen mit Käse, aber Käse krass. Komm, probieren wir Fleisch. Könnte krass werden. Hat er wieder kein Fleisch. Jalapenos ist am Start. Wie der Name sagt, Chili. Tschüss. Hey, über den beim Street Food Festival werde ich noch eine Weile ragen, Leute. Sorry. Krass. Sehr gutes Fleisch, sehr gutes Brot, sehr guter Käse, Jalapenos. Nur ein Problem, wenn ich so reinbeiße, kommt alles unten raus. Das ist mein Problem. Boah. Mein Gott, das Fleisch ist so zart, Mann. Boah, ist auch so fett dran, Mann, an dem Fleisch. Okay, der ist krass, Mann. Der ist krass. Ich kann aber sagen, der ist scharf, Mann. Aber mit ein bisschen mehr Kick sollte extra Jalapenos bestellen. Da könnte ich mehr vertragen. Sonst krass, what the fuck? Seit wann gibt's diesen Laden, Mann? Wie konnte er so lange unentdeckt bleiben? Der bleibt nicht lange unentdeckt, Mann. Ich mach was ganz Wildes, Leute. Hier. Salat-Time. Ich glaube, ich seit 2 Jahren keinen Salat mehr.
überlege gerade, an was mich dieses Fleisch erinnert. Soll ich den besten Salat in München suchen, Leute? Jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Nicht an vietnamesisches Fleisch. Es erinnert mich an Ferhat-Döner. Japgak-Döner. Wo noch so Fett dran ist. Ja, kein Wunder, dass es mir taugt. Shot. Ja, man, an Döner erinnert es mich. Ich hab grad Döner. Auch wie das Brot sich dann mit dem Fett einsaugt und die Fettstücke. Deliziös. Kann ich weiterempfehlen. Stark. Nochmal für euch der Preis, Leute. Geht voll klar. Ist jetzt nicht so Standard Streetfood, bisschen gehobener. Hat man aber auch an Qualität gemerkt. Plus Getränk, Swanny für eine Mahlzeit. Ja, so ist das. Wir checken noch ein Philly Cheesesteak ab, Leute. Bei Unique Burger. Das ist eigentlich ein Burgerladen. Da waren wir auch mal für Smash Burger. Und anscheinend hat eine Filiale von drei in München auch Philly Cheesesteak. Und den Burger gönne ich mir auch nochmal, weil, keine Ahnung, Unique Burger hat irgendwie eine sehr starke Community. Jeder so Unique Burger auf die 1, Unique Burger am krassesten. Der war stark, der war nicht schlecht, aber nicht der allerbeste für mich. Aber kann ich verstehen, okay. Wenn ihr den feiert, der war nicht schlecht. Irgendwie so American Texas Style hier, Leute. So Road 66, American Highway mäßig. So, wir haben uns nochmal den Smash gegönnt. Das sind die Burger, Chicken Burger. Und wie gesagt, nur hier gibt es Philly Cheese. Oh, Lunchmenü. Da haben wir das Prachtexemplar. Ich muss sagen, von allen Philly Cheese sieht der bisher am käsigsten aus. Der davor war ja ein bisschen deutscher, sag ich mal, so mit deutschem Brot. Mit edlerem Fleisch, der sieht einfach pervers aus. Und noch ein kleiner Smashburger, der Retest. Junge, was ist das für ein Monster? Schön salzig, gut gewürzt. Checken wir mal das Fleisch. Dünn, zart. Auch Bombe. Mmh. Mmh. Viel Fleisch. Könnte bisher am meisten Fleisch haben, oder? Das sollte schon übervoll mit Fleisch. Mmh. Aha. Oh, geiles Teil, Mann. Boah.
ich sagen, das ist bisher der fleischigste und käsigste. Pommes. Knusprig, fleischig. Unique Burger Community, ich kann euch verstehen. Stabiler Laden. Richtig gut. Ich habe mir ein bisschen vom Smash Burger, solange der noch warm ist. Fleisch hier, sehr gut gewürzt. Aus einem Bissen wird, ich zerfetze den komplett jetzt. Sehr lecker. Meinung ändert sich aber nicht. Der war beim letzten Mal auch sehr lecker. Ich glaube, ihr habt den in den Top 5 und der bleibt auch in den Top 5. Brot ist geil. Aber irgendwie voll viel im Mund, ich muss so viel kauen. Kann man jederzeit wieder bestellen. Es geht weiter mit dem Monster. Ein Philly Cheesesteak und ein Smashburger ist vielleicht ein bisschen viel. Die Hälfte davon wäre perfekt gewesen. Alles drüber ist über mein Limit. Aber das ist verdammt gut, Mann. Wow. Und so viel Fleisch, Digga. Was wie Döner eigentlich? Gute Größe. Boah, boah. Fleisch. Oh, jetzt bin ich voll. Oh, shit. Muss ich einpacken. Ich bin am Limit, aber stark. Finished! War stark, ich bin voll. Halbes Philly Cheese ist mein Abendessen. Wahrscheinlich mit irgendwie Salat oder so, weil ich versuche wieder durchzuziehen. Das wären 2000 Kalorien laut meinem Zähler. Mehr habe ich nicht über für heute. Auf jeden Fall, schade, es ist genau Mittagszeit und die Location ist leer. Okay, ein paar Bestellungen kamen rein, aber die haben drei Locations. Eine zähle ich nicht, die ist ein bisschen außerhalb. Für mich ist das nicht mehr München. Hinter den Mauern ist das. Bei der anderen Location war ich mit Tati. Die war voll. Mittagszeit, Mittagsangebot, voll. Und die hier, obwohl die qualitativ besser war, muss ich ehrlich sagen. Fleisch war geiler hier. Und die haben Philly Cheese. Die ist leer. Schade. Oh, Schatz, Leute. Wir brauchen auch so einen Sticker. Philly Cheese Steak. Keine Rangliste. Weil, keine Ahnung, es gibt 4 oder 5 Läden. Die sind alle gut, vor allem wenn man Bock auf Philly Cheesesteak hat. Jeder macht das so auf seine eigene Art. Muss man jetzt nicht im direkten Vergleich ranken. Alle waren bisher geil. Ich hoffe, alle, die ich gesamt testen werde, Philly Cheesesteak in München, bleiben auch geil. Aber bisher waren alle Hammer. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok, meinem nicht aktiven Zeitkanal der Mine. Serious Business und ciao.